Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part habe ich den letzten Orden von der Einall-Region von Pokémon Schwarz-Weiß 2 mir geholt. Und ja, wir sollten auf die Route 22 uns dort ein bisschen erkunden, ob dort Team Plasma ist. Naja, es war kein Team Plasma-Mitglied dort. Aber was haben wir dort gefunden? Wir haben das legendäre Pokémon Terrakium gefunden, haben es natürlich auch eingefangen. Und natürlich davor hatten wir einen Besuch bekommen von Akromas. Und er meinte, wir sollten tatsächlich mal auf die Route 21 zur Strandgrotte hingehen. Da ich aber schon die Route 21 abgeklappert habe, würde ich von der Ondula-Bucht aus dort hingehen, zur Strandgrotte. Ja, man kann es gibt zwei Möglichkeiten, wie man zur Strandgrotte kommt. Entweder von der Route 21 oder eben von der Ondula-Bucht. So, ich würde ganz gerne aber hier einen Topschutz einsetzen wollen, denn ich möchte ja keine wilden Pokémon begegnen. Und ich habe kein Silver dabei, merke ich gerade. Deswegen muss ich einen Pokémon Silver beibringen. Wir haben außerdem noch die TM Siedewasser erhalten. Was ich aber brauche, wäre Silver. Silver kann nur Enturon. Dann würde ich ganz gerne Silver beibringen gegen Wasserdüse, auch wenn die Wasserdüse doch ein bisschen besser wäre, aber gut. Auch wie gesagt, ob man was Surfer hat. Und Enturon ist nun mal ein Wasser-Pokémon und es beherrscht nun mal die Attacke Surfer jetzt. So. Ich würde ganz gerne erstmal die Trainer hier besiegen. Der Ondula-Bucht und dann Richtung Strandgrotte gehen. So, ein Pelipper. Müssen, ja genau, auf Level 44 sein, also das Level von Terrakium, also so stark sind die Trainer tatsächlich nicht. Ja, reicht wahrscheinlich auch ein Senkopfstoß hier. Doch nicht, und es waren Volltreffer sogar, okay. Unerwartet. Ja, es sollte Icy dieses Pokémon doch besiegen können. So, ein Starmie kommt. Starmie. Ein Käfer-Pokémon wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Oder ein Elektro-Pokémon, beziehungsweise Nachtara. Nachtara sollte es auch besiegen können. Wenn eine Psycho-Attacke kommt, immunisieren wir es, und wenn es zum Beispiel jetzt nur Sternschauer kommt, ja, viel mehr macht es ja auch nicht. So, dann würde ich sagen, wir setzen mal Biss ein, und ich merke gerade, ich müsste ja theoretisch auch mal meine Pokémon wieder mal entsprechende TMs geben, beziehungsweise nicht TMs, sondern Items geben, wie zum Beispiel Überreste auf Nachtara. Ja. Das müsste ich auch mal direkt jetzt noch machen. Oder nach dem Part müsste ich das mal machen. So. Wo waren die Items? So, einmal Überreste geben, und zwar auch nach Aha. Zauberwasser würde ich tatsächlich dann auf Enturon geben. Giftattacken und Co. brauche ich nicht. Und Juwel brauche ich auch gerade überhaupt nicht. Bälle brauche ich auch nicht. Holzkohle würde ich dann tatsächlich auf Lampivian geben. Das Glücksrauch,
dass wir ein bisschen mehr Preisgeld bekommen, würde ich Skorkla geben. Obwohl, nein, Skorkla nicht. Münze, Amulett, auch Magnetzone. Nein! Nein. Zeppelin, Münze, Amulett. Und das andere war. Wie ist denn das? Oder hatte ich schon das Item mir abgeholt? Den Evoliden. Genau, den Evoliden. Will ich Skorkla geben. Und das, oder besser gesagt, das Glücksrauch würde ich tatsächlich Flampivian geben. Ich habe da nur eine Feuerattacke, also von daher ist Holzkohle wahrscheinlich überflüssig. Ja. Und falls es mal eingesetzt wird, habe ich ein bisschen mehr Geld zusätzlich noch. Ich bin mir da relativ unsicher. Also durch das Münzamulett wird es schon verdoppelt, das Preisgeld. Wird es dadurch nochmal verdoppelt mit dem Glücksrauch? Ich habe da wirklich noch nie drauf geachtet. Ich müsste es mal in der Pokémon-Liga mal probieren irgendwann. Oder ja, in der Pokémon-Liga mal probieren. Da müsste ich nochmal auf die Seite drauf gehen. Schauen, wie viel Grundgeld ich tatsächlich bekommen würde von den Leuten. Und dann eben mit einem Münzamulett einmal spielen und dann mit allen beiden Items mal durchspielen. Und dann mal schauen, ob ich das Doppelte bekommen würde. Dann würde man richtig viel Kohle bekommen, wenn man eben 6-mal oder 5-mal Glücksrauch dabei hat und ein Münzamulett. Würde man extremst viel Geld bekommen. Alter Schwede, das wär's. Ich glaube, hier hinten war kein verstecktes Item. Aber wir können ja trotzdem mal das Itemradar mal anmachen. Zur Not. Nein. Hier. Wer jetzt natürlich den Pflanzenstarter genommen hat, kann hier seinen Pflanzenstarter, wenn man hier in Undula ankommt, hoch trainieren. Ja? Finde ich persönlich mega gut, gerade gegen die paar Trainer, die hier existieren. Ich glaube, insgesamt 5 Trainer sind es hier, die nur Wasser-Pokémon einsetzen und vielleicht noch von Typ Eis. Aber ausschließlich fast nur Wasser-Pokémon, wo man sagen kann, okay, Pflanzenstarter, easy. Hatte ich, wo ich mein Pflanzen-Pokémon hochtrainiert hatte, damals auch immer hier trainiert. Was heißt damals, also bevor ich YouTuber geworden bin, ja. Und regelrecht Pokémon Schwarz 2, Weiß 2 oder auch andere Spiele gespielt habe, habe ich immer so meine Wege genommen. Die musste ich jetzt abklappern. Ja, war immer so mein Ritual, würde ich so behaupten. Mein Ritual war es hier, wenn ich einen Pflanzenstarter genommen hatte, ein Pokémon Weiß 2 oder Schwarz 2, habe ich das Pokémon hier hochtrainiert oder eben ein Elektro-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon. Spielt ja erstmal keine Rolle, welches Pokémon es war. Auf jeden Fall kann man hier ein gutes Pokémon hochtrainieren. Gerade Pflanzen-Pokémon oder ein Elektro-Pokémon. Ich hätte auch hier das Rattler-Dien hochtrainieren können. Ich habe es aber doch gegen sehr viele Ordos antreten lassen. Ja. So.
Es müsste theoretisch noch. Genau, dieser. Na, okay, es sind 6 Trainer insgesamt. Tatsächlich, okay. Aber wie gesagt, die haben nicht allzu viele Pokémon. Das ist das Schöne dabei. Und hätte ich damals hier tatsächlich Mantyps hier eingefangen und auf der Route 21 Remoraid eingefangen, hätte ich tatsächlich Mantax und ein Octillery gehabt jetzt. Pokémon, wo ich sagen muss, cool. Physisches Pokémon, ein spezielles Pokémon, ein Typ Wasser, mehr gut, aber naja. So ist es natürlich nicht passiert. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich werde es auch nicht mehr ändern. Kann ich jetzt schon sagen. Naja. Marmolita. Okay, Marmolita wissen wir ja, dass es ein bisschen gut tanky sein kann. Deswegen werde ich erstmal Kadesha hier einsetzen. Deckruf, es greift hier physisch an, anstatt speziell. Zieht uns natürlich rein gar nichts ab, weil wir ein paar Level drüber sind. Insgesamt 11 Level. Deswegen, naja, reicht trotzdem kein Kreideschrei und ein Zentkopfstoß. Also den zweimal Zentkopfstoß einsetzen. Okay, weg ist es. Und Entoron erreicht Level 54. So, Pokémon, ich würde Entoron tatsächlich mal tauschen wollen auf Drift Zeppeli. Und Drift Zeppeli nach vorne tun und damit mal ein bisschen weiter hoch trainieren. So, Trainer hatte ich hier alle besiegt, glaube ich. Mal Schutz anmachen. Ja. Ich glaube schon, dass ich hier alles besiegt hatte. Ich musste hier runtergehen und dann hier lang. Selbst den Trainer hier hatte ich ja besiegt. Und ja, hier hatte ich ja das Sabladin ja eingefangen. Im vorletzten Part. So, hier hätten wir eine Herzschuppe. Falls mir Pokémon jetzt im späteren Verlauf noch einfangen sollten, und da die manche Attacken bei Zeiten erlernen und dann wieder gute Attacken verlernen, kann ich es hier nochmal einsetzen. So, da oben ist ein Castellit, wie schon gesagt, das müsste ich theoretisch mit den Akromat aufwecken und bekämpfen wahrscheinlich. Aber ich würde erstmal hier unten lang gehen. Hier bräuchte ich Stärke. Habe ich ein Pokémon, was Stärke kann? Vielleicht mal gucken. Ja, Flampivian. Gott sei Dank hatten wir das Pokémon noch mitgenommen. Da unten war ein Item. Kopfschutz, okay. Lohnt sich doch. Weil unser Topschutz ausgegangen ist. So, sehr viele Stärkefelsen hätten wir hier oben. Ein kleines Labyrinth. Aber für uns sollte das machbar sein. Letzter Trainer, denke ich mal. Wo Team Plasma, ein Limfu kommt hier zum Vorschein. Sollte, ja, 51 stärker sein als die Trainer von der Bucht von Undula. Limfu könnte ich mit Fliegen oder mit Psychokinese angreifen. Ich würde sagen, wir greifen es mit Psychokinese an. Und weg ist es. Sehr schön. So. Das Ding musste hier hin, das Ding musste hier hin. Ach nee, da oben wäre noch ein Trainer. Okay. So.
Das muss er hier runter. Das muss er hier rüber und hier hoch. Ja gut, leichtes Labyrinth, würde ich sagen. Ich bin mir gerade sehr unsicher, wie viele Sonderbonbons wir haben. Da könnte ich auch nochmal nachschauen. Wir müssten doch relativ sehr viele Sonderbonbons haben. 8 Stück insgesamt schon. Sehr viel. Sehr viel. So. Und mein Kampftrainer. Was will er gegen uns ausrichten? Oder was setzt er ein? Ein Streboli. Streboli kann gefährlich sein, wenn wir nicht schnell genug sind. Kann es relativ eklig sein, kann Donnerschlag erlernen, kann Eishieb erlernen, glaube ich. Es kann sogar auch Feuerschlag erlernen. Es kann aber auch Steinhagel erlernen. Also Kampf-Pokémon sollte man nie unterschätzen. Ja. Meistergriff weiß ich, das ist auf jeden Fall Donnerschlag, Eishieb, Ableithieb und Feuerschlag kann. Also relativ alles. So, wir erhalten hier die TM Toxin. Ist gar nicht mal so schlecht. Toxin kann jedes Pokémon erlernen. Ist aber schwierig, ob ich es überhaupt einsetzen werde. Irgendwo. So, gegen Castellit. Castellit wäre theoretisch ein statischer Encounter hier aus der Höhle. Könnten wir einfangen, tatsächlich. Was ich auch natürlich machen werde. Warum sollte ich einen statischen Encounter nicht einfangen dürfen? So, trifft Zeppelin, würde aber von Gesteinsattacken sehr effektiv getroffen werden. Nach Tara, dann bleibt theoretisch Antoron, also nach Tara würde von Käfer-Moves sehr effektiv getroffen werden. Flampivian von Stein, Skogler von Gestein, also bleibt wirklich nur Antoron. Und ich hoffe, dass ich mit mein Surfer jetzt es nicht besiegen werde. Dieses Katze, cool, es ist Level 42. Oh. Dann würde ich mal versuchen, ob ich mit dem Blockball es einfangen könnte. Wie gesagt, statische Encounter sind keine normalen Encounter. Und ich sag mal, so wie es ist, dieses Projekt geht noch sehr, sehr, sehr lange. Ich denke mal, bis zu den 100 Parts bin ich mir noch unsicher, ob wir bis zu den 100 Parts kommen, aber bis zu den 90er Bereich werden wir auf jeden Fall kommen. Ja, hoffe ich ja. Wir haben noch so einiges vor uns. Wir haben noch den Weißen Wald noch vor uns. Wir müssen noch auf die einzelnen Routen nochmal gehen, also Route 1, Route 2, Route 17, Route 18 und Co. Wir müssen nochmal dahin, wo das damalige, die damalige siebte Arena war, hingehen. Ja, wir müssen noch so vieles machen. Die Pokémon-Liga nochmal Rematches machen, Cynthia etc. Wir müssen noch so einiges machen. Da werden auf jeden Fall noch einige Parts kommen. Und ich hoffe, dass wir ein Segelschiff sehen von Team Plasma. Ja, auf jeden Fall, dass wir über die 90 Parts noch drüber hinaus kommen. Du hast sie also gefunden. Ich wusste doch, du schaffst das. Oder du schaffst das. Aber wie kommen wir da rein jetzt? Matzet. Eine schwere Brücke hat sich feierlich herabgesenkt. Feierlich? Hey. Oh, Benson. Das sollte passen. Und ich dachte, du hättest keine Ambitionen, gegen Team Plasma zu kämpfen. Meine Freunde, ich habe keine Probleme mit Team Plasma. Es kann schon sein, dass sie wirklich allerlei Böses aushacken. Aber nur weil alle sagen, sie sind böse, will ich sie nicht vorschnell verurteilen. Verteufeln, ohne mir selbst eine Meinung gebildet zu haben. Das ist einfach nicht mein Stil.
Doch wenn ihr Hilfe braucht, dann will ich euch auch helfen. So viel ist auf jeden Fall klar. Danke. Hört mal her, ihr müsst an etwas glauben. Die gestohlenen Pokémon zu suchen ist auf jeden Fall ehrenwert. Die Einhallregion vor der Eiszeit zu bewahren ist ebenso nobel. Jeder Grund ist im Prinzip recht. Was zählt ist das Warum. Je stärker ihr an etwas glaubt, desto stärker werdet ihr werden. Ihr und eure Pokémon. Ich war ein bisschen laut. Da sind ein paar Leute aufgetaucht. Okay. Also dann immer schön vorsichtig sein. Ja, Vorsicht gegen Team Plasma, was soll's. Was soll das? So ein Brückeberge. Ja, er hat dir gesagt, er will sich nicht gegen Team Plasma anlegen. Ja, dann soll er doch abhauen. Na, vielleicht war er ja auch nur auf seine ganz eigene Art freundlich. Also los, nichts wie rein. Und dann werden wir wieder runtergeschmissen. Wie das eine Mal. Mal schauen. Überlasse ich dir. Den überlasse ich dir. Den solltest du schaffen. Ihr gehört zu diesem Typen mit der lustigen Badehose, der die Gangway heruntergelassen hat. Gangway? Gangway? Was? Wie spricht man das Wort aus? Gangway? Ich hätte jetzt gesagt Gangway, aber ich sag mal, die Zugbrücke heruntergelassen hat, ne? Brücke heruntergelassen hat. So ein Mist. Ihr habt sogar das Kasselit beseitigt, das euch den Weg versperren sollte. Auf geht's, Plasma. Das Kasselit hab ich sogar eingefangen, Team Plasma. So. Steht sogar gar nicht einmal drin auf der Internetseite, ob mir das auch noch gefällt. Die Route oder der Eingang steht gar nicht mal hier drin. Was ist denn das für eine Frechheit? Ich würde ehrlich gesagt mal Surfer einsetzen, mal schauen, wie stark Surfer ist. Und ich guck mal. Höhle? Okay. Nee, es gibt nur Strand, Grotte in der Einhallregion im Norden, Route 21 und Bucht von Angula. Hier steht nirgendwo irgendwas wegen Team Plasma. Und das finde ich schade. Hier würde ich dann Senkopf groß einsetzen. Das ist das Schöne dabei. Team Plasma setzt wirklich ausschließlich fast nur Normal-Pokémon und Gift-Pokémon ein. Aber selbst auch Gift-Pokémon können Typ Undicht haben. Ich sag mal, das bestimmte Gift-Undicht-Pokémon ist ja Pion Dragi, was relativ eklig sein kann. Und ich glaube, dagegen habe ich gerade überhaupt nichts in der Hinterhand. Obwohl, doch, Skurfler. Hätte ich in der Hinterhand noch zum Not. Mit Schaufler. Nee, hier steht wirklich nichts auf der Seite, ob ich danach direkt rübergehe, also Team Plasma. Ich weiß also nicht, wie stark Team Plasma ist oder aufgebaut ist. Obwohl, ich könnte Plasma-Schiff eingeben. Plasma, Weiß Edition 2. Große Frage ist jetzt,
Ab wo wird das jetzt hier gezählt? Ist das jetzt schon hier? Plasma Rüpel, okay. Ah, hier, Plasma Fregatte PWT. Hier, Plasma Fregatte Strandkorte. Und dann gibt's noch die Riesenkorte. Ich hab's tatsächlich gefunden. Partner wäre Sharon? Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nein, 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 nein. Ah, warte mal, hier. Ah, hier hätte ich. Also, guck mal da. Kann ich das noch umstellen auf den Hürdenmodus? Nein. Hauptartikel Trainer in Pokémon World Tournament. Ja, schön gut, aber wir sind ja nicht mehr im World Tournament. Wir sind ja auf der Fregatte. Komischerweise. Es müsste aber schon das Richtige sein. Sind theoretisch nicht sehr stark, müssen in mein Niveau drin sein, Team Plasma, denke ich mal. So, verflixt, die Gangway ist noch nicht hochgezogen, oder die Brücke. Also gut, diesmal werde ich dieses Schiff genau unter die Lupe nehmen. Neulich in Maria City kam Viola Zeus von dort drüben. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier gute Items finden. Beleber ist ein schlechtes Item, gerade in der Nuzlocke, die wir spielen. Ja, ist Team Plasma, okay. Oh. Heimzahlung. Hier haben wir die TM Heimzahlung. Ist auf der linken... Ich glaube, Schutz brauche ich nicht mehr. Ist auf der linken Seite auch... Noch ein Item? Nein. Dann reden wir mal hier. Der scheint zu schlafen. Oh, ist gut. Eindringlinge. Ja, die wollen also nicht kämpfen. Dann gehen wir mal kurz zu Sefi und schauen mal. Hier ist es. Los, lass uns gehen. Ja gut, dann lass uns mal gehen. Wer seid ihr denn? Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Okay, Sevi ist so richtig sauer. Dann bin ich auch sauer. Nein. Oh, Team Plasma Rübe möchte kämpfen. Warum steht da eigentlich möchte kämpfen? Müsste eigentlich stehen, dass... Sevi kämpfen möchte. Und ich. So, er hat einen Admurai mittlerweile. Okay, wir setzen mal einen Sendkopfstoß ein. Das Problem ist, Sendkopfstoß geht zu Neige langsam. Also mit den Psycho-Attacken muss ich aufpassen. Aber wie gesagt, die Gegner haben sehr viele Gift-Pokémon. Gut. Akrobatik hat ganz schön viel Damage reingehauen. Ponytox, okay. Da es ja Gift-Pokémon sind, beziehungsweise... Ah, ich bin mir unsicher. Soll ich Magnetzone einsetzen? Das ist schon Level 55. Ich würde sagen,
Zeppelin. Komm. Wir schicken einfach Zeppelin. Akrobatik auf Admiral ist okay. Ja, macht nur weiter mit Zugabe, ist klar. Gut. So, Psychokinese. Wir würden ganz gerne erstmal die Ponytox angreifen, denn wenn das Ding weg ist, hätte ich nur ein Pokémon auf der Seite. So, mal schauen. Macht Admiral auch was? Ja, tatsächlich. Nassschweif auf Golbat. Was hirnrissig war, aber okay. So, Matschbombe und das Ding ist weg. Tut mir leid, dass dein Starter-Pokémon draufgegangen ist. Aber du spielst ja zum Glück ja keinen Nasser. So, die Ponydogs. Ich glaube, ein Piondragi. Piondragi ist, ich sag, ein bisschen ekliger als Kamerad. Deswegen wollte ich ja eigentlich die Ponydogs weghaben. Es ist undicht Gift-Pokémon. Kann Käferattacken haben, kann aber auch Bogenattacken haben. Ich würde sagen, wir schicken Skogla raus. Skogla ist nun das einzigste Pokémon, was es besiegen könne mit Schaufler bzw. irgendwann mal Erdbeben, wenn es sich weiterentwickelt. Wir haben ja noch den Evoliten drauf bei Skogla und daher sollte es auch passen. Nachthieb zum Glück auf. Wassersnob. Ich würde sagen, wir setzen einfach mal Schaufler ein. Und ich hoffe, dass Sefi uns dann nach heilt. Das Komische ist, dass Schaufler hier funktioniert auf dem Schiff. Ist kurios, aber es funktioniert irgendwie. Schaufelt sich wahrscheinlich durch das Schiff einmal durch und dann kommt es irgendwo raus. So, dann würde ich sagen, wir setzen mal Akrobatik ein. Windstrom, zack, weg ist es, okay. So kann man es auch sehen. So. Ich muss die anderen warnen. Oh nein, wir müssen die Schalter bewachen. Die hatten Philillo nicht dabei. Das sind Barrieren. Außerdem gibt es hier ein Gerät, in das man ein Passwort eingeben kann. Das heißt, wir müssen das Passwort herausfinden, um die Barrieren zu deaktivieren. Jo, wir teilen uns auf und suchen nach dem Passwort. Was gesagt, ich suche das Passwort. Gerät nach Passwort, okay. Hat er meine Pokémon geheilt? Wenn ja... Nein. Ist natürlich klar, wir machen Doppelkampf und er heilt natürlich nicht einmal meine Pokémon. Ah, es ist doch so nervig. Dann würde ich doch Zeppelin nach vorne schicken wollen. Und Skogla nach vorne. Zeppelin mit Psychokinese und Co. Und Skogla dann eben mit Schaufler. So, wir müssen hier runter. Schon wieder. Hoppla. Seh mich nicht so misstrauisch an. Ich trage zwar diese Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zu Team Plasma. Ich bin als Spion hier für den Fall der Fälle. Es muss schwer sein, seine ehemaligen Kameraden zu bespitzeln. Sag mal, weißt du etwas über ein Philillo, das ihr in Ventura City gestohlen habt? Darüber weiß ich nichts. Das dachte ich mir. Von einer Bande, die die Weltherrschaft an sich reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ja. Aber ich wollte damals wirklich die Pokémon retten. Ja, wer es sagt,
der wird seelisch. Wer das Ganze glaubt, der wird seelisch. Naja. Wir müssen, wie schon gesagt, Team Plasma besiegen und dann irgendwie das Passwort herausfinden, um da oben weiterzukommen. Ich würde sagen, wir besiegen erstmal alle Team Plasma-Mitglieder und dann sprechen wir sie nochmal an. Oder wir haben dann einfach das Passwort. Oh, Irokex. Das ist auch so ein Pokémon. Kampflicht. Es ist theoretisch eklig. Ich weiß, aber wir hätten nur Flampedian gerade hier am Start. Ich hoffe, dass mit. Ja, okay, Grimasse ist okay. Grimasse ist noch okay. Wie viele Pokémon hatte er oder sie? Eins. Dann machen wir mal Abkoloss oder Hammerarm. Ich setz mal Hammerarm ein. Fassade ist zum Glück nicht so stark. Ah, sehr schön. Ja, Init geht nochmal runter, interessiert mich aber so gut wie nicht, denn das war ja nur das eine Pokémon. Er hat drei Pokémon. Und hat natürlich auch Surukex. Okay, das müssen wir mal wahrscheinlich mit Fliegen besiegen. Ich hoffe, dass wir das mit Fliegen besiegen können. Weil unser Angriff natürlich nicht so stark ist, verfehlen wir es. Und Knirscher ist sehr, sehr effektiv gerade. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Ich will ne... Schwierig! Na komm, Flampedian, du bist dran. Das Problem ist, ich kann jetzt aber keine Kampfattacke einsetzen, weil ich nicht weiß, welche Pokémon er noch dabei hat. Alter, will er mich verarschen? Er hat jetzt zweimal die Statusveränderung bekommen. Das sollten theoretisch Knirsche aushalten. Also ich probiere es erstmal kurz mit Flammschlag. Okay, haben auch Vollkörper bekommen. Okay. Rockyman. Gegen Rockyman kann ich nochmal austauschen. Ich hatte komplett vergessen, dass die ja auch das Kampf-Undicht-Pokémon haben. Es ist ja nicht nur das Undicht-Gift-Pokémon, sondern auch Kampf-Undicht-Pokémon. Sandsturm, okay. Das war komm, okay. Wir machen Surfer. Aber ich muss zum Glück dazu sagen, zum Glück sind wir auf Level 55, 54, so dass die Trainer doch ein bisschen schwächer sind. So, Golbat kommt nochmal. Habe ich einen Zen-Kopfstoßen noch parat oder? Ja. Ja, Zen-Kopfstoß. Und irgendwo konnte man sich heilen, das ist das Schöne dabei. Noch ein Volltreffer, sehr schön. 56 für unser Entoron. Für unsere Ente, besser gesagt. Der hat kein Passwort. Und er auch nicht. Oder sie nicht. Ich glaube, hier konnte man sich ausruhen. Aber ich glaube, ich musste sie besiegen. Um hier mich auszuruhen zu können. Glaub ich. Oh, Pion Kragi. Ja, das ist das Pokémon, wo ich doch ein bisschen Angst habe. Muss ich ehrlich dazu sagen. Aber unser Skurkla sollte doch etwas ausrichten können. Ich würde sagen, wir besiegen noch
die eine Trainerin hier und ich beende dann auch den Part, denn weiter wollte ich eigentlich gar nicht mal spielen. Ja. Wir machen Schaufler, ich hoffe, dass ich, wie gesagt, hier mich heilen kann. Werden wir wahrscheinlich im nächsten Part herausfinden oder auch noch in diesem Part, muss ich mal schauen. Je nachdem, wie schnell wir Tion und Ragi besiegen. Blauenfetter, okay, macht es. Du hast zweimal Stacheln rausgesetzt, Giftstacheln und die anderen Stacheln. Das interessiert mich aber nicht. Und weg ist es. So, dann. Was? Das Passwort gibt doch ein, was du willst. Ich mag übrigens Drachen-Pokémon sehr gern. Okay. Kann man sich hier nicht ausruhen? Moment mal. Ich dachte, man konnte sich hier in den Betten ausruhen. Anscheinend nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir heilen unsere Pokémon nochmal. Und ich würde mich jetzt auch verabschieden wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn es hier weitergeht auf der Fregatte von Team Plasma. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.